Wenn du aufmerksam deine Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass du darin zahllose Aussagen findest, was Gott bereits für dich getan hat. Dinge, die bereits geschehen sind, die er dir bereits schenkte. Und was ist normal, wenn du ein Geschenk bekommst? Du bedankst dich herzlich dafür. Durch das Bedanken drückst du aus, ja, ich nehme das Geschenk an. Ja, ich akzeptiere dies für mich. Ich ehre dich dafür, dass du mir das gegeben hast. Ich nehme es an. Es wird zu meinem Eigentum. Das ist das, was durch die Danksagung geschieht. Es ist eine Bestätigung, jawohl, das ist jetzt meins. Und das gilt genauso für Dinge im geistlichen Leben. Durch die Danksagung erklärst du vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, jawohl, das, was Gott mir hier gibt, das ist mein Eigentum. Es gehört mir, ich nehme es für mich an. Und das ist das Problem, wo der Feind uns wirklich versucht, hinters Licht zu führen. Er lenkt deinen Blick auf irgendwelche Dinge, kleinere oder von mir aus auch größere in deinem Leben, die irgendwie nicht gut zu laufen scheinen. Und sagt, guck dir mal an, Gott, was der in deinem Leben einfach noch nicht getan hat. Und du bist voller Undankbarkeit wegen irgendwelcher Dinge, die scheinbar noch keinen Durchbruch erlangt haben. Und verstehst dadurch nicht, dass durch die Undankbarkeit schneidest du dich ab von diesen Segnungen, die er für dich hat. Das Volk Israel in der Wüste hat gemurrt und hat sich durch das Murren von den Segnungen Gottes abgeschnitten. Es konnte in das verheißene Land nicht hineinkommen. Das Gefährliche bei der Undankbarkeit ist, dass wir uns dadurch selber in einer unfassbaren Weise von den Segnungen Gottes abschneiden. Forsche einmal in der Bibel über dieses Thema und du wirst feststellen, Dankbarkeit setzt den Segen frei und Undankbarkeit blockiert die Segnung Gottes. Wir lesen beispielsweise, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier hast du diese Kombination. Gott sei Dank für etwas, was er bereits getan hat. Er hat uns den Sieg gegeben. In Jesus haben wir den Sieg. Und dafür danken wir Gott. Und dadurch, dass du dafür dankst, akzeptierst du diesen Sieg für dich. Du sagst, dieser Sieg gilt für mich. Dieser Sieg gilt für mein Leben. Ich nehme diesen Sieg für mein Leben an. Deshalb lade ich dich von ganzem Herzen ein, einen Lebensstil von Dankbarkeit gegenüber dem zu entwickeln, was Gott bereits für dich getan hat. Das öffnet wirklich die Schleusen des Himmels für mehr. Das öffnet dich dafür, dass du das empfangen kannst von Gott. Sei dankbar für das, was er bereits für dich getan hat in deinem Leben und drücke einfach diese Dankbarkeit auch in Worten aus, in deinem Lebensstil aus. Hör auf zu murren und zu klagen und auf irgendwelche kleinkarierten Probleme zu schauen. Weißt du, wir können im Epheserbrief lesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich erfassen können, was das bedeutet. Jede, wie auch immer geartete geistliche Segnung ist in der Himmelswelt. Und in Christus bist du eigentlich bereits mit dieser Segnung beschenkt. Das ist etwas, was fantastisch ist, was völlig über menschliches Verstehen hinausgeht. In Christus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wenn du diese geistlichen Segnungen in deinem Leben freigesetzt haben willst, dann geschieht das nicht durch Murren und Klagen und Unzufriedenheit. Und indem du Gott erzählst, was er alles in deinem Leben noch nicht getan hat. Sondern im Gegenteil, durch den Lebensstil der Dankbarkeit öffnest du dich dafür, dass diese Dinge in dein Leben hineinfließen können. Ich lade dich ein, lerne wirklich dankbar zu sein. Forsche in der Bibel und schau, wo gibt es Dinge, für die ich Gott von Herzen dankbar sein kann. Beispielsweise, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist ein Grund, für den es wirklich dankbar zu sein gilt. Du hast neues Leben, du bist wiedergeboren, du bist ein Kind Gottes, du hast ewiges Leben.
Sei dankbar dafür und lerne, Gott hat viel mehr für dich.